Hallo und Glück auf, liebe Erstsemester. Mein Name ist Johanna und ich begrüße euch zu den Couchgesprächen. Heute bin ich wieder mit meinem mobilen Wohnzimmer auf dem Campus unterwegs und habe mir einen neuen und interessanten Gast eingeladen. Hallo, ich bin Dirk und studiere im vierten Semester Chemie auf Diplom. Chemie zu studieren, wie ist denn das so? Was hast du denn so für Fächer? Also es ist sehr praxisnah und sehr lehrreich, würde ich mal sagen. Also am Anfang haben wir natürlich auch Grundlagen von Mathe, Physik und natürlich Chemie und im Späteren dann halt ja, die chemischen Sachen. Und was auch immer ganz wichtig ist, dass wir zu den Vorlesungen, also zu den theoretischen Aspekten, die praxisnahe Laborpraxis haben und dort auch das gelernte Wissen anwenden können und uns selbst ja, an den ganzen Sachen versuchen können und auch da viel nochmal selbst auch lernen. Das klingt so, als würdest du sehr viel Zeit im Labor verbringen. Ja. Ist dir da schon mal was explodiert? Nein, das soll auch eigentlich nicht passieren. Wir haben vor den meisten Experimenten vorab ein mündliches Gespräch mit einem Praktikumsbetreuer, wo wir auch getestet werden, ob wir die ganzen Sachen verstanden haben, die Hintergründe zu diesem Versuch sind und dass wir auch wissen, was wir dort dann tun werden und dass wir auch mit den Geräten, wenn wir Geräte nutzen, umgehen können, weil viele von denen auch sehr teuer und wertvoll sind. Würdest du deinen Studiengang dann nochmal wählen? Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch in Freiberg mit der Praxisnähe, die sehr mit dem Studium verbunden ist und dem neuen Laborneubau, den wir auch die ganze Zeit nutzen können für unsere Laborpraktika, ist es doch ein sehr schönes Studium. Es ist zwar sehr zeitaufwendig, aber man lernt wirklich viel und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder bei den Couchgesprächen dabei, wenn ich andere interessante Gäste eingeladen habe. Bis dahin könnt ihr euch in der Zwischenzeit immer auf der Website der Uni Now App oder auf Instagram über aktuelle Termine und Veranstaltungen informieren. Na dann, Glück auf und bis zum nächsten Mal.